So, Servus, Lemon, gleich los. Ich habe jetzt den Frame-Generator installiert. Eine neuere Version, wie die andere, mit denen wo jetzt geschwätzt getan. Es gibt eine neuere Version, wo man keine Eintragungen braucht in der Registrierung von Microsoft Windows. Und für diejenigen, die ältere Version installiert, dann rate ich darum, die neuere zu nehmen. Da gibt es auch ein Tool, wo dabei ist, wo man dann die Registrierung, wo die alte Version gemacht hat, wieder rückgängig machen kann. Und das würde ich empfehlen. Ja, es gibt aber Einschränkungen mit dem Programm. Das finde ich schön Zeuge. Gehen wir erstmal schön in die Optionen rein, in die Unterstützungsoptionen. Wo haben wir es denn? Hier. Dann gehen wir zu meiner weiteren Option, meiner Grafikoption vor allem. Ich habe jetzt DLSS eingeschaltet, DLAA. Hier sieht man es, den Strich hier. Das kommt von dem Frame-Generator. Also wenn ich den Frame-Generator ausschalte, schaut das weg. Es gibt Grafikfehler, gerade mit den ganzen Fenster, mit dem Text, was dabei ist und so. Schalten wir den Frame-Generator mal ein. Dann kann ich es. Also das Programm tut das hier installieren in dem Menü. Ja, im Menü, und das kann man dann je nach Belieben ein- und ausschalten. Das ist zumindest mal vorteilhaft. Ansonsten, ich lasse trotzdem VSync an. Auf 50% vom Monitor Bildwiederholrate. Das heißt, ich habe maximal 50 Hz und ich brauche nicht mehr. Aber die will ich haben. Ich habe auch hier, Moment. Das stimmt fast nicht. Das habe ich eingeschaltet. Mir fällt eine Option. Okay, beim Frame-Generator kann man das hier nicht mehr umändern. Okay. Das habe ich gar nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Also, DLAA ist eingeschaltet, Frame-Generator ist eingeschaltet. Das hier sollte man auf 100 lassen. Weil ich eine Media-Karte habe, habe ich gehört immer YouTube-Video. Ich belasse es dann auch mal so dabei. Aber das hier im Moment, machen wir den Frame-Generator aus und schalte dann hier auf On und Boost anwenden. Und machen wir das so, dass wenn ich das. Ah, das schaltet automatisch auf ein. Da kann ich gar nichts dazu. Okay. Dann ist das die Voreinstellung von dem Frame-Generator. Also hier jetzt die andere Sache sind alle auf Ultra. Hier gibt es nur hoch bei Wasserauflösungen und das hier und da habe ich deaktiviert. So. VSync lasse ich trotzdem eingeschaltet, habe ich gesagt. So. Dann gehen wir zurück und starten irgendeinen Flug. Ich habe jetzt im Hintergrund übrigens auch FSLTL wieder laufen. Kannst du mir schon zeigen. Hier beim Verkehr, Typ des Flugverkehrs ausgeschaltet. Und bei FSLTL habe ich den Vorteil, ich kann es im Flug ändern. Jederzeit. Und das ist eigentlich auch ein guter Komfort. Ja.
Jetzt was für ein Flugzeug nehmen wir? Nehmen wir mal wieder eins von den Carenados. So, welches nehmen wir denn? Mal wieder die Muni. Mit Lackierung. Nehmen wir die da. Und wir starten mit Live-Wetter und Echtzeit. Und zwar gehen wir einfach mal dahin. Das ist Gras, das gefällt mir nicht. Dann starten wir von hier aus. Wo sind wir denn? Da mucken wir uns auch, haben wir es gerade gesehen, bei dem, wenn es reingeht. Hat es gerade ein bisschen gekrugelt, ich glaube, das ist gerade auch was mit dem Frame-Generator und so. Dann gehen wir an den Parkplatz hier, Abflug und los geht's. Also, wie man sieht, das Bild ist sehr scharf, sehr ruhig. Also die Einstellungen jetzt sind eigentlich optimal, wenn man keinen größeren Flughafen hat. Also ich habe meinen Add-on-Flughafen, den ich gekauft habe, in Stuttgart mal ausprobiert. Da kommt man eigentlich auch gut zurecht. Aber man kommt dann eben doch nicht auf die 50 FPS, die ich gern hätte. Trotzdem Frame-Generator. Ich habe halt keine 40er-Karte, sondern nur eine 2080 Ti. Ja, aber so sieht es jetzt gut aus. Dann starten wir mal schön den Flug. Hier unten sieht man es schon. Wenn sich das Bild bewegt, wenn man hier drauf guckt. Moment, jetzt. Es wird unscharf, es wackelt. Ja. So, Headtracking ein. Es ist sehr scharf. Das, was jetzt hier ruht, das ist eigentlich auch nicht ganz zu vermeiden. Ja. Ich kann ja mal geschwind die Ding einschalten. Die FPS-Anzeige. Obla, ich bin über 60. Das darf nicht sein. Dann ist V-Sync ausgeschaltet. Wieso zeigt der 60 an? Ich habe einen 100 Hz Monitor. Warum zeigt der 60 an? Ich habe einen 100 Hz Monitor, es geht auf 50. Schalten wir mal das hier nochmal aus. Frame-Generator aus. Und jetzt schaffe ich es gerade nicht mit der Einstellung. Dann gehen wir hier auf Qualität. Das verwundert mich jetzt echt. Ich habe V-Sync eingeschaltet. Und der geht hoch bis auf nur 88, 87. 89.
Das V-Sync hat keine Funktion mehr. Das ist deaktiviert worden. Von dem. Okay, dann machen wir es anders. Dann machen wir es anders. Und zwar mit dem Programm hier. Dann schalte ich mal schon hier um. Jetzt sieht man es. Und zwar gehen wir hier maximale Bildfrequenz und geht hier auf 50. Okay, ich kann das V-Sync nicht mehr ausschalten. Nicht mehr einschalten. Vorher bei meinem Testflug war es auf das begrenzt, also. Jetzt zum Nachteil des Ganzen. Ich schalte in irgendein Fenster ein und bewege es den Kopf. Ja, das wackelt ohne Ende. Und zum anderen, ich habe ja seht ja immer. Halt, das war das Falsche. Das hat eigentlich Schalterkit. Das geht es gar nicht mehr. Also, das muss ich ausgeschaltet lassen. Die Fenster tue ich dann sowieso ja wegklicken. Da kann ich ja mal, wenn ich irgendwas macht, schön einschalten und dann muss ich halt schon meinen Kopf ruhig halten und dann das Fenster wieder zumachen. Ist eventuell machbar. Aber das hat im Cockpit. Das ist nervig. Das ist echt nervig. Also, ich schalte das jetzt mal aus. Und ich mache jetzt einen Testflug. Mache jetzt einen Testflug in der Leistung hier. Ja. Wenn das mich so begeistert mit der hohen FPS-Zahl, dass ich auf das HUD verzichten kann, dann nehme ich auch das mit dem Fenster in Kauf. Ja. Also dann starten wir einfach mal. Stimmt die Uhrzeit? So. Ja, auch das hier jetzt zum Beispiel, ja, das wackelt halt. Ja. Ich lasse jetzt mal für den Testflug hier oben die Anzeige eingeschaltet. Ach, da unten ist der Schlüssel. Hab bloß nichts gehört. Das ausschalte, ausschalte. Schön gucken, ob die Bremse geht. Dann die Feststellbremse ist drin. Schalte mal hier. Schalte das hier ein. Und startet der Motor, bevor die Batterie leer ist.
Das passt, das passt. Das passt. Mach die Flaps, gehen wir gleich mal eine Stufe runter. So. Also die Muni hat hier, das hier, ist ja markant für die Muni, zumindest die Version, was Carenado umgesetzt hat. Ich finde das so klasse gemacht. Alles auf einen Blick passt. Immer ist kein Pre-Flight-Check, nix. Okay, in Airliner auf der Piste von Ernie Hose. Jetzt warten wir, wie der startet. Gucken wir mal schön, ob der eventuell ein Alarmschild hat. Ja. Ja, der nimmt Anlauf, der lässt sich zurückschieben. Das will ich jetzt mal gucken. Falsch rum. Okay, jetzt gehen wir zurück zum Cockpit. Also, dann bemühen wir mal die ATC. Echo Delta Lima Oscar Traffic Martin Romeo Juliet 66 is taxiing to runway 22. Ja, das ist auch wieder sowas, ja, hier. Das. Weil der Kurvbefehl kein Problem zum Lesen. Okay, 2-2, das heißt, ich tue. 2-2, das heißt, ich tue das hier mal verstelle. Auf 22. Ja. Andersrum wäre es kurzer gewesen. So, und da weiß ich jetzt genau, wo ich hin muss. Dann machen wir schön die Lichter an. Fliegt zu selten mit dem Flieger, weiß nicht, wo die Lichter angeht. Ne, das war das Falsche. Jawohl, das war's. Unverständlich. Unverständlich, ja. Also FPS-Zahl ist akzeptabel. Ein Beacon-Licht an und Taxi-Licht an und Navigationslicht an. Ja, die Carenado ist ein Flieger der Anfangszeit vom Microsoft Flug Simulator 2020. Das heißt, viele Features, was nachher der Flug Simulator braucht, dort hat er gar nicht integriert. Es ist auch ein bisschen schwer zu handeln auf dem Rollfeld und so. Ja, ein bisschen träge. Es ist alles so wackelig, so schwammig.
Ja, die neuere Flieger auch von Carenado sind da viel besser. Ich glaube sogar, bin mir aber nicht ganz sicher, dass das der erste Flieger war, was im Marktplatz zur Verfügung stand. Das will jetzt aber nicht verlügen. Ich weiß es nicht genau. Ich bin einfach der Meinung, dass es so ist. Dennoch ein schöner Flieger. Systemtiefe, so wie bei Carinado üblich, besser als die Standardflieger, aber bei weitem kein Study-Level. Aber ordentliche, schöne Flieger, schöner Sound, hervorragende Qualität von der Textur und so, finde ich also nach wie vor. So, dann machen wir die Landelichter an. Taxilicht aus und Strobes machen wir auch an. Und dann starten wir durch und die FPS-Zahl, die begeistert mich echt. Und dann machen wir schon das Fenster. Halt! Echo Delta Lima Oscar Traffic Martin Romeo Juliet 66 taking off runway 22 departing straight out. Gerade bei dem Sedewind war es sogar besser, vielleicht sogar besser gewesen, ohne die Landeklappe zu starten. Also 70 FPS, das habe ich vorher bei den Testflügen gar nicht gehabt. Wenn ich dann weiter abmarke, bis in den grünen Bereich, bin ich kurz vorm Abwurde. Aber Full Flow geht natürlich dann wahnsinnig in den Keller. Ja, wenn ich jetzt so zum Beispiel mache, ich habe dann Full Flow vom halben Maximum. So, da gehen wir in den Horizontalflug. Und die Muni ist, obwohl es nur ein Motor ist, das ist eine Rakete. Ja. Das ist eine Rakete. Die FPS-Zahl hat es ein bisschen abgenommen. Die Qualität ist jetzt so einwandfrei. Ja, ich bin begeistert. Was mich halt nicht begeistert, sind solche Sachen hier. Ja, das hier. Das. Man kann damit umgehen, ja. Ja. So, jetzt schalte ich mal wieder den Monitor. Und ich kann halt das eine schon testen, bevor ich wieder umschalte auf den normalen Monitor. Jetzt, ich habe jetzt 73, 71, 72, 75 FPS. Und wenn ich das jetzt umschalte auf ein externes Fenster, so, dann das Flackern ist mal Ding, aber dann wackelt es. Ja. Und sobald ich jetzt das wieder in-game-Monitor mache, ist das wieder ruhig. Und ich habe die FPS-Zahl wieder dafür wachsen. So, jetzt schalte ich wieder auf den
Microsoft-Bildschirm. Man sieht es an dem kleinen Terminal rechts unten. Die ist jetzt wieder da und jetzt ist der Microsoft-Bildschirm aktiv, nicht mein Desktop. Also wenn ich jetzt das Fenster, den Fenster-Inhalt auf ein externes Fenster legen würde, würde man das nicht sehen. Hier, wenn jetzt das wieder auf ein externes Fenster lege, ist das im Video nicht sichtbar, nur wenn ich so mache. Sieht man es, dass ich jetzt das Fenster oder wenn ich das hier aufmache, dann ist es ausschließlich der Microsoft Flug Simulator. Jetzt bin ich wieder weg. Der Flipgenerator hat sich ausgeschaltet. Das wackelt auch nicht mehr. Der Framegenerator hat sich. Nein, jetzt habe ich es. Sobald ich in meinem anderen Fenster aktiv bin, schaltet sich der Framegenerator aus. Jetzt ist schon. Okay. Jetzt ist der Framegenerator ausgeschaltet. Wenn ich das Fenster von Microsoft Flug Simulator anklicke, jetzt geht es hoch und es ist eingeschaltet. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Wieder was Neues, ja. Wenn du das Fenster anklickst, jetzt tue ich mal auf dem zweiten Bildschirm ein Fenster anklicken. Jetzt geht die Ding wieder runter. Ja, ist ausgeschaltet. Klicke den wieder an, ist wieder eingeschaltet. Okay. Interessanter Punkt. Also ich werde jetzt nicht landen, sondern das Video hier belassen. Es geht nur um den Framegenerator. Ich könnte eventuell, also man sieht jetzt hier auch, GPU ist komplett ausgelastet. Ich habe es auf 75 Grad beschränkt, also sobald die Temperatur höher werden würde, wird die Leistung von der Grafikkarte reduziert, dass die Temperatur nicht zu heiß wird. CPU ist zu einem Viertel ungefähr ausgelastet, aber die Grafikkarte. Ich hoffe, dass es dann nicht bei der Aufnahme wieder Probleme gibt. Das war schon mal so, Grafikkarte ausgelastet und dann hat es bei der Aufnahme gekrugelt. Ja, ich hoffe, dass es jetzt nicht der Fall ist. Ja. Wir haben nochmal die allgemeinen Optionen. Ja, bis hier nur auf Qualität. Wenn ich auf DLAA gehe, ist eine Stufe höher. Trotzdem Framegenerator. Trotzdem Framegenerator. Wenn der Framegenerator ausschaltet, indem ich auf einen woanders hinklicke, habe ich nur 25. Bei der jetzigen Einstellung. Ich belasse es bei der Qualität. Und lasse es mal für die nächste Flüge mal den Framegenerator eingeschalten. Es ist jetzt vom Flugerlebnis her so tatsächlich am besten, wenn man jetzt das mit dem Fenster abzieht und ich jetzt halt hier oben die Rosen nicht mehr habe und die Informationen nicht. Ja. Die Qualität ist enorm. Es kann sein, dass es mich irgendwann mal wieder stört oder dass ich unbedingt die Kompassrose braucht, dann schalte den Framegenerator halt ab. Ein Knopf und es passt. Ja. Also, das mache ich mit zu Marco und bis zum nächsten Mal. Ciao.